Willkommen zurück zu The Void. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen. Und es ist schon wieder etwas länger her, dass ich gespielt habe. Aber ich weiß noch, dass wir zwei Parasiten töten müssen. Und einer davon, so bin ich mir ziemlich sicher, ist doch der Wal. Da ist einfach mit, also diese, der heißt ja die Chamber Lemna und der Parasit scheint aber diesmal anders zu heißen. Also es ist nicht wie bei Pangolin, dass die Chamber und der Parasit gleich heißt. Der scheint aber wirklich einer zu sein. Den müssen wir auf jeden Fall besiegen. Und ich weiß noch, dass wir sehr von Farbe gehetzt wurden. Wir haben ja jetzt auch ganz schön viel Farbe. Aber das Problem war ja, dass die Brother jetzt überall sind und wir kaum noch in der Lage sind, wirklich alle Farbe aufzusammeln. Wir haben ja jetzt schon, Pit frisst uns ja oben bei Ole die ganze Zeit die Farbe weg, die wir dort herstellen, was super schade ist. Und hier habe ich herausgefunden, dass es wirklich so ist, ich brauche diese eine Glyphe, sehr wahrscheinlich, also ich bin mir, ich sage mal zu 95% das, was ich sage, bin ich mir sicher. Ich brauche diese eine Glyphe, um Brother anzugreifen. Aber es gibt nur zwei Wege, an diese Glyphe zu kommen. Die eine ist per Zufall, sie irgendwo zu finden, es ist aber sehr unwahrscheinlich und ich habe sie noch nicht gefunden. Und der andere Weg ist, an einem bestimmten Punkt im Spiel bekommt man sie. Man muss aber bis zu diesem Punkt erstmal kommen. Und das ist schade, finde ich persönlich, weil man jetzt, ich persönlich fühle mich gehetzt. Ich kann mich nicht wirklich auf das Spiel konzentrieren, auf das, was ich tun muss. Vielleicht ist aber auch genau das, dass ich muss dieses mit der Farbe und so. Aber ich finde das gehetzt, dieses Gefühl des Gehetztwerdens momentan nicht ganz so schön. Aber nun ja. Genug geredet, jetzt müssen wir erst einmal uns ein bisschen bewegen. Und ich möchte nach Lemna, der war hier hinten, genau. Und ich bewege mich mit Grün, weil wir mehr als genügend grüne Farbe haben. Und ja auch noch... Hast du jetzt mal langsam die Lust, dich zu bewegen? Dankeschön. Ja, ganz schön viel grüne Farbe, die wir auch umwandeln. Ihr seht, dass unser, das hier ist schon wieder so gut wie voll. Dann werde ich mal anfangen, die umzusortieren, dass die nur in einem Herz sind. Haben wir hier irgendwo ein 50er Herz vielleicht? Oder in möglichst wenigen Herzen. Denn je weniger Herzen das natürlich sind, desto weniger wird gleichzeitig umgewandelt mit einem Mal. So, wie sieht es bei dem restlichen aus? Ganz okay. Aber ich brauche auch eine ganze Menge an Farbe, um Lemna zu besiegen. Da könnte ich eigentlich noch hin. Das machen wir danach. Und ich werde, wenn wir jetzt hier sind, erstmal noch speichern. Denn solche Wesen sind natürlich immer gefährlich. Und jetzt gehen wir da mal rein und besiegen Lemna, so ist der Plan. Also es ist natürlich immer so eine Frage, dass man Glück haben muss, ein bisschen diese Viecher auch zu besiegen, denn ich weiß auch noch, dass hier einiges an Fliegeviechern unterwegs war, die wir natürlich brauchen, um sie mit Web zu belegen. So, ich brauche ganz... Ich weiß halt immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Deswegen werde ich mir Inspiration wieder in die Herzen legen. Und auch Frost, wenn ich nämlich jetzt mit der Farbe hantiere. Mir wurde nämlich gesagt, dass diese eine Anzeige, die wir gesehen hatten, wo diese verschiedenen Balken sind, die gibt mir an, wie viel Farbe ich schon in den Void geblasen habe. So, dann Rot, nee, Grün für... Lass mich. So, Grün für die Verteidigung. Falls diese Viecher mich nämlich doch treffen, bin ich wenigstens etwas geschützt und kriege weniger Schaden. Dann nehmen wir noch Blau, damit wir uns auch schneller hin und her bewegen können. Wir haben ja genügend Herzen und solange ich hier in dieser Chamber bin, ist es ja kein Problem, wenn ich mir die Herzen volllade. Genau. So, jetzt gucken wir doch mal die... Ich muss mich nur mal ein bisschen bewegen, damit ich hier... Okay, grün. Komm mal her. Ah Gott, das schon wieder. Na. Gut, das hat getroffen. Sehr gut. Das wollte ich gar nicht. Aber das war interessant. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott! So gruselig, diesen. Der Lemna ist so heftig, oh mein Gott! Oh mein Gott, ich fühle mich die ganze Zeit hier mega unsicher! Komm mal her, du! Bitte triff, bitte triff, bitte triff! Oh Gott, sind das viele! No, 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 no! Oh mein Gott! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich in Ruhe. Das war Lemna. Oh Gott. Aua. Geil. Hoi, 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 hoi. Okay, der hat mir Weiß, glaube ich, aus dem Körper geraubt. Interessant, oh Gott. Schön, ja, lustig. Na, na, na. Okay, wir begeben uns mal sofort wieder hier drauf. Jetzt muss ich nämlich mal gucken. Du. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will echt gar nicht. Da kommt Lemna und schnappt sich nochmal ein. Das Problem ist, dass hier halt ja nicht so viele sind. Und das, wenn ich jetzt nicht schnell alle mit Web versorge, kann es ja gut sein, dass Lemna die frisst, ohne dass es ihm schadet. Sag mir nicht, du bist jetzt versaut, weil der kein Gegner in Reichweite war. Ja, das hängt ja in der Luft. Schade. Und ich sehe nur noch drei Stück. Ne, da ist noch einer. Lila. Okay, der scheint ein Ziel gefunden zu haben. Ha! Scheinbar hat das schon Schaden gemacht. Sehr gut. Triff, triff, triff. Okay. Da sind noch zwei. Die zwei. Da hinten ist noch einer. Hat er getroffen? Ja. Hey du. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Lemna, Futter. Raps. Yes, so viel Schaden. Schaut euch das an. Und das dürfte theoretisch sogar reichen, weil wir haben jetzt noch 5 oder 6 von diesen Viechern. Was ein heftiger Gegner. Ich finde einfach die Art und Weise, was das für ein Gegner ist, das macht... Das ist... So toll, das ist so eine geile Idee. Das ist so gut gezeichnet, ist jetzt nicht in Form von, es ist mit Stift und Papier, sondern die Art und Weise, wie es dargestellt ist, meine ich damit. Und das ist einfach so krass. Lemna, nom nom. Ich sollte nur aufpassen, dass mich diese Viecher nicht selbst hauen. Guck mal da oben, dann können wir dich vielleicht nochmal ganz sehen, wenn du mal nach da oben springst. Springen wir nach da oben, holen wir die da. Nicht? Lemna? Lemna? Hast du schon keine Lust mehr? Na gut, würde ich auch, wenn ich zwei Sachen fresse und die mich verletzen. Alter, was ein Vieh. Da wollen wir. Na, Achsen. Was da das? Na, na, na. Slidey, slidey. Aufpassen, das ist das Problem, dass die mich natürlich die ganze Zeit auch angreifen.
aus der Luft. 4 haben wir noch, das dürfte auf jeden Fall reichen. So. Schön mit dem Himmel dort oben. Was auch immer das darstellen soll. Für einen riesigen Mondwesen irgendwas. Mit den Zeichnungen dort, auch schick. Ich glaube aber nicht, dass alle Gegner so sind wie Lemna und Pangolin. Also von den Parasiten. Ich meine, könnte aber trotzdem sein, weil die Parasiten fressen ja die Farbe. Oh, der kommt jetzt hier runter. Langsam. Na, der ist auf mich abgesehen. Ne, ne, ne. Drei sind es noch. Wo ist der andere? Da. Okay. Muss ich den Überblick behalten, wo die Gegner alle sind? Okay. Und ansonsten heißt es jetzt momentan natürlich nur warten, bis Pangolin wieder Hunger bekommt und sich einen schnappt. Oh, geil. Schon so gut wie tot. Yes, einer ist es noch. Das Schöne an dieser Art der Gegner ist natürlich auch, dass wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir töten den Parasiten und aber auch die Viecher, die hier drin leben. Ne, Pangolin? Ne, nicht Pangolin. Lemna? Oder wie auch immer du heißt? So, einen hab's noch. Einen hab's noch. Und dann ist vorbei für dich. Hat es sich ausgelämmert. Den nimmst du. Such dir einen aus. 2 leckere Vögelchen. Mit lila Glitzer. Welchen nimmst du? Welchen der beiden leckeren Vögelchen nimmst du? Den dort? Ja. Bumm. Und das war's. Damit ist Lemna besiegt. So müsste es jedenfalls sein. Er versinkt ganz schön langsam. Ah! Ah, da ist er. Free Willy. Alter, die Farbe! Mein Gott! So viel Farbe. Schaut euch das an. Wir haben wieder ganz schön viel Gold und ganz viel Amber. Da können wir anfangen, jetzt Amber nochmal umzuwandeln. Weiß haben wir nämlich auch schon ganz schön viel. Schön. Das lief doch sehr gut. Jetzt töten wir den da oben noch. Schade, dass man das Lemna jetzt hier nicht rumliegt. Na, kommst du her. Und Zavar. Komm her, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Dahin. Wir nehmen Rot. Nicht? War das nicht ein J? War doch ein J, diese Missile. War doch ein J? Hallo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein J war. Okay. Dann machen wir es halt per Handverkloppung. Tschüss! Gut. Sehr gut, hat doch, das hat ja 1 angeklappt und man hat noch gesehen, was passiert, wenn Lemna einen frisst. Ist ja ein Traum. Gut. Grün können wir definitiv drinnen lassen, weil grün brauchen wir jetzt wieder ganz schön viel. Wir können, blau haben wir nicht so viel, das werden wir wieder raus. Uiuiuiui. Na, komm mal her. Blau nehmen wir wieder raus. Dafür packen wir mal Gold rein. Davon haben wir nämlich kaum noch was und wir können 25 hier verteilen. Lila, weiß können wir leider nicht mehr so viel drinnen lassen. Weil wir bei weiß auch schon sehr voll sind. Da dürfte das hier schon ausreichen. Lila, das Problem an Lila ist, wir brauchen zwar wieder Lila. Aber ich brauche ja auch Lila, um Bäume zu bepflanzen. Das ist ein großes Problem, dass man
diese Farbe natürlich dafür schon braucht. Nehmen wir mal diese. Rot. Rot können wir auf jeden Fall noch befüllen. Und Amber. Wandelt sich das auch alles schneller um. So. Genau. 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 Dann? Was meinen jetzt? Hätte ich mir... Ich weiß auf jeden Fall, dass hier in der Nähe ist ja nochmal weiß und blau. Da gehen wir jetzt nur mal schnell hin und holen uns die Farbe aus der einen Chamber. Und dann ist die Frage, wo ist der letzte Parasit? Dass wir uns den vielleicht auch schon mal anschauen, was das überhaupt ist. Ach, rot ist ganz okay. Was? Willst du denn? Wer bist du? Was willst du? Du hast das ganz schön viel lila Farbe. Meine lila Farbe! Listen to the revelation, young one. Ach, das ist der. Don't be tempted. Ja? Follow the true path, and you'll be glorified alongside all the righteous ones. And the secrets of being will reveal themselves to you. Danke. Was auch immer. Okay, so. Hier ist noch blau und weiß. Stimmt, hier war ja dieser Garten, den ich schon sehr voll gefüllt hatte mit dem Summoner. Der, glaube ich, jetzt auch wieder erstmal ein paar Zyklen braucht, genau. Weiß ist eher nicht so unser Problem, aber blau kann natürlich nicht schaden. Bei den anderen Bäumen, wie sieht's da aus? Wow, auch ein bisschen. Kann ihm schaden. Nehmen wir, jeder Tropfen Farbe ist hilfreich. Jeder Tropfen Farbe hilft uns bei unserer Mission. Und jetzt? Es sind noch 50 Ticks bis zum Ende des Zyklus. Was mache ich? Fülle ich jetzt schon? Die einzigen Farben, die ich befüllen könnte, wären Gold, Weiß und Rot. Grün oder Grün? Grün geht auch noch. Grün sollte ich vielleicht sogar befüllen, wenn ich jetzt nämlich noch mehr umwandle. Damit wir wieder welche haben. Aber bin ich innerhalb der nächsten 50 Ticks vielleicht schon zu weit weg? Als dass ich damit dann Probleme bekomme. Weiß ist übrigens voll. So, wir noch 5 drinne. Und hier passen noch 5 rein, genau. Rot. Ich glaube, das mache ich. Ich werde grün einfach mal befüllen. Das ist ein 50er Herz. Dann tauschen wir das lieber aus. Was haben wir hier? 100 Inspiration. Ja, ich werde... Das ist mein Problem. Das meine ich halt mit diesem, dass man sich sehr gehetzt fühlt. Weil ich die ganze Zeit jetzt am Überlegen bin, lohnt es sich, dieses Herz zu befüllen? Oder sollte ich es vielleicht nicht tun? Denn wenn ich jetzt... Das Herz, Blödsinn. Den Baum. Weil wenn ich jetzt den befülle... Und es nicht schaffe, dort wieder hinzukommen, dann ist die Farbe weg. Weil irgendein Brother um die Ecke gescheißert kommt und mir die klaut. Wie Pit. Naja, egal. So.
So. Ah, warte mal, 50. Ah, die, das Weiß wieder rausnehmen. So schön gemacht, dass das immer aus dem Körper rauskommt, was man rausnimmt und reingibt. So. Genau. Genau. Okay. Dann werde ich jetzt Weiß zum Bewegen nutzen. Wo auch immer ich mich eigentlich hinbewege. Was ist das eigentlich jetzt alles so? Ja. Okay. Warte mal, welche Farben habe ich jetzt? Weiß und Rot und Gold haben wir ganz schön viel. Weiß, Rot und Gold. Welche Sister hatte Weiß, Rot oder Gold? Wir gucken jetzt nämlich gleich mal, welche Sister hier Weiß, Rot und Gold hatte. Kann ich leider so nicht gucken. Dann bewege ich mich ganz kurz mal in Richtung Sister? Na, na, na. Hui. Also, diese Sister hatten wir zwei, brauche ich nicht mehr. Du brauchtest lila und Gold. Ach, verdammt. Hier hatten wir blau. Hier war ich noch nie. Bei ihr könnte das auch sein. Warte mal, bei ihr brauche ich lila und Gold. Bei ihr brauche ich lila und Gold. Bei Ava. Okay, Ava müssen wir erstmal in Richtung Ava. Das meine ich. Ich bin dann ewig weit weg von diesem, von dieser Chamber. Hier hinten ist noch ein bisschen Gold. Ich habe kein Lila und kein... Okay, dann bewegen wir uns nach Ava. Oh, das schaffen wir nicht mehr in diesem Zyklus. Ist egal, machen wir trotzdem so. Und gib Wecker. You're on the right path. Try not to stray from it. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Dann können wir nämlich auch vielleicht Avas zweites Herz öffnen? Dann können wir uns auch nämlich zu der letzten Sister begeben. Vielleicht ist nämlich der zweite Parasit in ihrer Chamber. Denn deswegen haben wir ihn noch nicht gesehen, wenn es da wäre. Außerdem interessiert es euch bestimmt, wie die letzte Sister aussieht und das letzte... Oh Gott. Okay, also wir brauchen definitiv Gold. Haben wir ein freies 50er Herz? Natürlich nicht. Aber warte mal, ich kann mal das hier austauschen, dann haben wir nämlich da ein 50er. So. Das Rot können wir auch austauschen, dann können wir da nämlich dich reinpacken. So, genau. Dann haben wir noch Silber. Ich muss jetzt nämlich mal achten, nämlich kommen noch, ich muss nämlich, oh Gott, ich habe vergessen, dass wir zu wenig Lila haben. Ups, jetzt haben wir zu wenig, oh, wir haben viel zu wenig Lila. Fehler. Okay, das heißt, wir müssen Lila demnächst züchten. Okay, jetzt muss man anfangen, wieder zu ein bisschen zu sparen. Okay. Gut, gut. Gut, gut, gut. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Wir haben noch genügend Farbe auf Vorrat, dass wir uns ein bisschen bewegen können. So, aber. Aber. Madame. Du möchtest Lila und Gold. Gold haben wir ganz viel. Wie viel brauchst du eigentlich? Was hatten wir? 400. So viel haben wir. Das kriegen wir, glaube ich, aber nicht zusammen. Mal gucken einfach mal. Wir können aber schon mal was geben. Dann haben wir schon mal. Wir haben die Farbe E momentan über. Über sozusagen. Also wir haben sie. Und wir müssen ja eh ihr zweites Herz öffnen. Oh Gott. Ihr zweites Herz öffnen und deswegen... Kann es nicht schaden, hier schon mal die Farbe dafür zu investieren? Wie viel haben wir jetzt noch übrig? 174. Das kriegen wir mit dem Violett natürlich nicht hin. Aber fast.
Und dann werde ich jetzt mich... Die hat, glaube ich, auch einen Garten. Dann werden wir dorthin gehen, schnell noch Gold und Lila investieren, damit wir das umwandeln, damit wir in der nächsten, im nächsten Zyklus ihr zweites Herz öffnen können. Genau so machen wir das. Ich meine, jetzt fehlen hier nur noch 22. Natürlich, es fehlt immer nur noch ein kleines bisschen. Psst, geh weg. So. Mann, ist die Musik nervig. Dann ist ja ein Knall bei, wenn du die ganze Zeit hörst. So. Also, weiß. Raus. Weiß raus. Weiß raus. Okay. Gold müssen wir auch gucken, dass wir da möglichst einen Baum mitfüllen. Und dann Metabolism. Damit wir schön schnell die Farben umwandeln, die wir noch haben. Und das Violett. Oh, das möchte ich nicht. Ach, puh. Schande. Fehler gemacht. Okay, ich habe kein Lila, um einen weiteren lila Baum zu befüllen. Na gut. Tja, liebe Kinder, so macht man es nämlich nicht. Jetzt haben wir nämlich kein Lila, um einen lila Baum zu befüllen und können dementsprechend nicht noch schnell in die Chamber, in den Garten rein. Was werden wir noch machen? Wie viel Zeit haben wir noch? 16 Uhr. Wo ist hier der Garten? Da, Caves. Und hier, was war das? Bastion. Okay, wir gehen mit Weiß in die Cave gehen. Wie bitte? Wie bitte? Ich habe nichts getan. Ich habe auch keinen Brother blinken sehen oder eine Sister, die jetzt uns im Weg stand. Wo sind wir? Wir haben keinen Zug. Ich kann nicht auf die Farben zugreifen. Wir sind... Was ist das hier? Das kennen wir. Das ist diese Stadt, die wir aus Olis Haus gesehen haben, glaube ich. Wir sind hier in irgendeiner Gasse? Wir haben irgendwas... Wer bist du? Mein Gott. How do I return? How can I ascend? Ja, das ist diese Stadt. Aber ich hab grad richtig Gänsehaut. Was ist das hier? Wo sind wir? Das ist die echte Welt, oder ist das auch wieder nur eine Erinnerung? Okay, ich muss in das Haus rein. I can't ascend. Aha. War echt schön gemacht. Viel voll. Na, was war das denn? Seltsame Statue. Ja, den Ohn kennen wir doch. Okay, aber wisst ihr was? Mond und Sonne gleichzeitig. Und ich würde sagen, mit diesem netten Lensflare werde ich die Folge für heute beenden. Auch wenn es fies ist. Und wir schauen in der nächsten Folge einmal, was das hier eigentlich ist, warum wir hier sind und wer diese Frau ist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.